In einem Video auf Ihrem Blog erzählen Sie, dass Ihr Bruder Sie sehr unterstützt hat. Wie hat er Sie gefördert und gefordert? Ja, also kann ich da auch eine schöne Geschichte erzählen von meinem Bruder. Also meine Mutter, ehrlich gesagt, hat ja eigentlich ja keine Unterschiede gemacht zwischen meinem Bruder und mir. Und ja, für den war ich einfach eine ganz normale kleine Schwester gewesen. Und ja, und wie er mich gefordert hat oder gefördert hat, naja, ich durfte ja nicht das alles machen von meiner Klassenlehrerin. Da durfte ich ja nicht den Stoff lernen, ne, wie meine Klassenkameraden. Und da hat er sozusagen mir dann die Arbeitsblätter mir dann mitgebracht, was mir eigentlich normalerweise eigentlich verboten war. Dann hat er sozusagen dann die Ergebnisse dann gelöscht. Und dann hat er dann auch ganz viel da für mich dann halt auch gemacht und getan. Dann hat er so, dann die Ergebnisse dann gelöscht und dann durfte ich dann den Stoff dann lernen, was mir eigentlich normalerweise eigentlich verboten war. Und ja, also er war für mich halt ganz einfach halt ein sehr großes Vorbild für mich gewesen halt auch. Und halt auch, was er machen wollte, wollte ich halt auch immer machen und so. Und irgendwo freue ich mich, ihn halt irgendwie als meinen Bruder zu haben. Hat mich halt auch immer überall mitgenommen, halt auch, weil er halt selber halt ja auch Arzt ist, arbeitet in Ludwigshafen. Und da hat er mich halt auch immer überall mitgenommen. Also hat er mich zum Beispiel so in die Vorlesung, hat er mich halt immer mitgenommen. Und so, im Hörsaal und so zum Beispiel. Und hat mir halt auch die Frühgeborenenstation halt auch mal gezeigt. Da durfte ich dann halt auch mal sehen, wie das da so aussieht. Und dann hat er, das war auch ganz interessant, weil er ja, hatte ich ja schon erzählt, weil er ja Arzt ist. Da das war auch ganz interessant, war auch ganz, naja, lustig. Da hat er mal am offenen Herzen gefilmt. Mir das da auch richtig gezeigt und so. Also am offenen Herzen hat er mir das Ganze gefilmt und ich durfte mir das dann angucken. Also das war schon interessant und er hat dann halt auch nicht gerade irgendwie einen Unterschied gemacht. Egal, ob ich jetzt so eine Behinderung oder sonst noch mache, für ihn war das einfach ganz normal. Und war alles und ja, und was er halt auch immer gesagt hat, das finde ich halt auch immer noch sehr schön und das berührt mich halt meistens halt auch immer noch ganz viel, dass er mal gesagt hat, ja, wer meine Schwester nicht kennt, ist auch nicht mein Freund, hat halt auch immer gesagt. Wer meine Schwester nicht akzeptiert, ist auch nicht mein Freund, hat halt eigentlich auch öfter halt mal gesagt. Und das berührt mich halt immer noch, dass er das gesagt hat, aber es war halt auch immer schön, halt immer so einen großen Bruder zu haben, das war schon.